Das Thema für den heutigen Abend ist der Glaube und Familiensegen, Jakob und seine Enkelkinder. Und in Hinführung zur Predigt lese ich den Text noch aus 1. Mose 48. Wer mitlesen möchte, 1. Mose 48. Genau, er steht auch hier vorne. Danach wurde Josef gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Da wurde Jakob angesagt: Siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett und sprach zu Josef: Der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan und segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern machen und will dies Land zu eigen geben, deine Nachkommen für alle Zeit. So sollen nun deine beiden Söhne Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein, gleich wie Ruben und Simeon. Die du aber nach ihnen zeugst, sollen dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil. Und als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel im Land Kanaan auf der Reise, als noch eine Strecke Weges war nach Ephrata. Und ich begrub sie dort an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Israel sah die Söhne Josefs und sprach: Wer sind die? Josef antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie her zu mir, dass ich sie segne. Denn die Augen Israels waren schwach geworden vor Alter und er konnte nicht mehr sehen. Und Josef brachte sie zu ihm. Er aber küsste sie und herzte sie und sprach zu Josef: Siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte. Und siehe, Gott hat mich auch deine Söhne sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinem Schoß und verneigte sich vor ihm zur Erde. Dann nahmen sie Josef beide, Ephraim an seine rechte Hand gegenüber Israels linker Hand und Manasse an seine linke Hand gegenüber Israels rechter Hand und brachte sie zu ihm. Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims, des Jüngeren, Haupt und seine linke auf Manasses Haupt und kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, von dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel werden auf Erden. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Und er fasste seines Vaters Hand, dass er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete und sprach zu ihm: Nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl, dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein. Aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. So segnete er sie an jenem Tage und sprach: Wer in Israel jemanden segnen will, der sage: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef: Siehe, ich sterbe, aber Gott wird euch sein, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Ich gebe dir ein Stück Land vor deinen Brüdern, das ich mit meinem Schwert und Bogen aus der Hand der Amoriter genommen habe. Amen. Lasst uns nochmal aufstehen und vor der Predigt ein Lied singen. Ja, guten Abend, liebe Geschwister, liebe Freizeitgemeinde. Ich freue mich, wieder mit euch hier zusammen sein zu dürfen. Und wir haben den Text für den heutigen Abend ja schon gehört. Bevor wir da einsteigen, möchte ich auch nochmal Dank sagen
verschiedene liebe Geschwister haben mich angesprochen, dass sie unsere Sendungen sehen. Gestern hatte ja Matthias gefragt und sagte, ich soll mich doch noch mal umdrehen. Aber das ging so schnell, habt ihr eure Hände wieder runtergenommen, dass ich das gar nicht so mitbekam. Mich würde doch noch mal von hier aus interessieren, wer kennt unsere Fernsehsendungen? Hat sie schon mal gesehen? Ja, das sind eine ganze Reihe. Vielen herzlichen Dank, liebe Geschwister, dass ihr auch auf diese Weise mit der Arche verbunden seid. Wie gesagt, einige haben mich auch angesprochen und auch ihre Freude zum Ausdruck gebracht über diesen Fernsehdienst, über die Fernsehkanzel. Und ich möchte Mut machen, auch andere herzlich einladen. Schaut doch mal rein in die Fernsehkanzel. Wir sind insgesamt, ich glaube, 16 Mal in einer einzigen Woche auf Sendung. Und das nicht nur mit einer Predigt, sondern wir haben auch Predigten aus anderen Serien, die wir dann auch wiederholen. Eine Schiene ist die laufende Schiene, jetzt zum Beispiel über das Buch 1. Mose, unter anderem auch die Kapitel, die wir hier miteinander besprechen. Und wir haben also Sendungen auf Sport 1. Das ist also ein hochinteressanter Sender. Sonntags morgens um 8:30. Um 9 fängt Sport 1 nämlich immer mit ihren Sportgeschichten an, mit Formel 1 und Bundesliga und Tennis und so weiter und so fort. Und da gibt es denn also viele Leute, die schon auf die Sportsendung am Sonntagmorgen warten. Die meisten von ihnen liegen noch im Bett. Und dann zappen sie aus Versehen 5 Minuten zu früh rein. Und dann haben sie vorher noch eine Sendung aus der Arche. Dann werden sie noch vom Pastor aus der Arche erwischt. Das ist nicht schlecht. Und da sind manche über diese 2 Minuten, 3 Minuten richtig wachgerüttelt worden und haben dann also diese Sendungen später weitergehört und nochmal gehört. Und nicht wenige Menschen sind auf diese Weise zum Glauben gekommen. Für meinen Zahnarzt könnt ihr noch beten. Der hat auch gesagt, Herr Wegert, der bohrt immer gut bei mir. Aber er hat dann, wenn er mich dann sieht, ich komme rein, der sagte, oh, sagte das, Sie predigen ja, sagt er, also ich wünschte, ich könnte es glauben. Ja, glauben Sie doch. Ja. Ich weiß ja, die Menschen können nicht glauben, wenn der Herr es ihnen nicht von oben schenkt. Wir sind also auf Sport 1, auf Tele 5, auch sonntags mittags, glaube ich, um 11:30. Wenn jemand genaue Zeiten haben möchte, ich habe da auch, glaube ich, so Programmzettel noch dabei, die ich euch mitgeben kann. Auch Bibel-TV und auf Anixe. Anixe sind wir jeden Abend, 9:45 und auch 9:50. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also man kann das gar nicht verpassen. Und manchmal sind die Tagesthemen so langweilig, oder heute schon, dann schalte ich meine eigene Sendung ein. Das Evangelium ist manchmal wirklich spannender als das, was die uns da immer wieder vorerzählen, nicht wahr? Und so sind wir sehr glücklich über diesen Dienst, über den wir enorm viele Menschen erreichen, auch im Verborgenen. Das haben wir gehört, dass auch Politiker und bekannte Persönlichkeiten im Lande heimlich, also anonym, auch die Sendungen sehen. Und diese sind immer so Predigtserien, die wir da haben. Jetzt fangen wir an, uns vorzubereiten auf die Apostelgeschichte und wollen dann mit den Menschen in unserem Land, die das hören, Stück für Stück also die Bibel durchgehen. Und viele haben den Herrn gefunden. Ein Ehepaar, das ist also besonders herausragend,
die sitzen auch völlig unbedarft, also von Glauben und Evangelium, keine Ahnung. Ich glaube, die sind noch nicht mal irgendwo in der Kirche Mitglied, waren sie. Und die sitzen da und wollen da irgendeinen Krimi gucken und dann ist der wohl auch ein bisschen langweilig gewesen. Und dann ist sie beigegangen und hat da rumgezappt und dann hat sie den Pastor Wegert da gehabt. Hab nie gesehen, oder was redet der denn da? Und dann sagt der Mann zu ihr, sag mal, er sagt, nee, wer hat angefangen, was habe ich eben gesagt? Die Frau hat angefangen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, wer angefangen hat, aber einer hat angefangen. Und dann hat der Ehepartner dann gesagt, willst du den noch länger hören, schalt doch zurück, mach den Idioten weg. Nicht wahr? Ja. Und dann, nachher, einen kleinen Moment fragt er wieder, du sag mal, guck doch mal nach, ob der Idiot noch da ist. Nicht wahr? Und dann haben die hin und her weggemacht, reingeschaltet, rausgeschaltet, der Krimi war schon gar nicht mehr interessant. Und dann haben die so lange da miteinander verhandelt, ob sie den Typen da noch weiter hören wollen oder wieder reinholen wollen. Und dann haben sie am Ende die ganze Sendung verfolgt. Und die sind buchstäblich am Ende der Sendung so ergriffen gewesen, dass sie geweint haben und Gott um Verzeihung gebeten haben und sind errettet worden, haben uns angerufen. Und diese lieben Leute haben ein komplett neues Leben empfangen. So ist die Vorsehung Gottes. Sie wollten ein Krimi schauen und mussten eine Predigt hören. Nicht wahr? Halleluja. Einer, das ist schon etwas länger her, aber auch noch nicht zu lange, der hat sich ein Krimi aufnehmen wollen per Videogerät. Das gibt doch so, da kann man doch so schalten und dann kann man, damit man das dann zeitversetzt. Heute gibt es ja Mediatheken, wo du dir das dann nochmal, das war zu der Zeit, als das noch so im Übergang war. Und dann kommt er nach Hause und freut sich auf seinen Film, den er sich da aufgenommen hat. Da muss er einen falschen Knopf gedrückt haben. Und dann hat er mich gesehen auf seinem Videogerät. Da war er ganz durch den Wind. Oder? Wieso, was ist denn das gewesen? Aber der Bursche, den hat Gott auch festgehalten und hat sich bekehrt, ist errettet worden bis zum heutigen Tage in der Gegend von Nürnberg. Also so wunderbar. Der Herr wirkt auf so köstliche Weise. Sogar kleine Kinder kommt unlängst, also eine kleine Dirn, ich weiß gar nicht, wo sie herkommt, kommt sie da in den Saal rein, vor dem Gottesdienst noch, begrüßt einige Leute, auf einmal steht die kleine Elfjährige da und sagt, oh, sagt sie, ich bin so froh, dass ich heute hier bin. Ich sage, ich kenne dich ja noch gar nicht. Wie kommst du denn hierher? Ja, sagt sie, deine Show gefällt mir, sagt sie. Deine Show gefällt mir, sagt sie. Ich sage, so sage ich, meine Show gefällt dir. Hast du noch was behalten? Ja, immer, sagt sie. Das sind so originelle, so frohmachende Erlebnisse. Wenn ihr betet, ihr lieben Geschwister, hier in München oder aus München, habt auch immer mal wieder ein Herz für die Arche. Und denkt auch an den Dienst, den wir tun, auch für viele Menschen im Lande, hin und her, auch über die Grenzen hinaus. Morgen, so haben mich der Matthias und einige Brüder auch gebeten, ob ich nicht mal so ein bisschen auch von meiner Entwicklung in meinem Dienst, auch meinen theologischen Überzeugungen etwas sagen kann, von meinem Werdegang. So Gott will, tue ich das sehr gerne, dass mich und überhaupt auch die Arche vielleicht auch noch ein bisschen mehr persönlich auch kennenlernt. Und wir uns auch so näher kommen. Aber nun wollen wir den Familiensegen miteinander besprechen. Wir haben ja heute Morgen gehört, wie Isaak seine Rebekka gefunden hat. Könnt ihr euch noch erinnern? Oh, das war so schön. Hat sie zu Mama ins Zelt gebracht. Die lebte nicht mehr, aber sie war ein Trost. Diese Ehe, ja, sie ist ja in der Verheißungslinie auf unseren Herrn Jesus Christus, auf den Erlöser hin. Und um diese Verheißung geht es ja. Es geht ja bei dieser Verheißung Abrahams, wie wir auch heute gesehen haben, nicht in erster Linie um Landverheißungen und um Besitzverheißungen.
da muss man sehr aufpassen, dass wir das jetzt nicht alles zum Staat Israel projizieren, sondern wir wissen, dass auch im Lichte des Neuen Testaments, wie Jesus und auch die Apostel diese abrahamitischen Verheißungen verstanden haben. Auch Hebräer 11 erklärt uns das. Es geht um ein Erbe, um ein großes Volk, um viele Völker. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Das sind die Kinder Abrahams. Alle, die im lebendigen Glauben sind, das sind die Kinder der Verheißung und nicht die Kinder des Fleisches. Und wenn Gott zu Abraham gesagt hat, schau hier hinaus und schau zum Himmel und zähle die Sterne, und er ihm dann verheißen hat, so groß soll das Volk sein, das ich dir gebe, dann ist das eine Verheißung auf uns gewesen. Millionen und Abermillionen Menschen durch den Heiligen Geist, durch den Glauben Abrahams verbunden. Und das große ewige Erbe, das Himmelreich, das neue Jerusalem, das Land der Verheißung, der ewige Besitz. Darum geht es, um das Heil, um Jesus Christus. Jesus ist der Isaak und die Gemeinde ist seine Braut. Und diese biblischen Geschichten aus dem ersten Buch Mose, sie handeln im Grunde genommen alle von Jesus und seiner Gemeinde. Das ist die größte Romanze im Universum. Jesus und seine Braut. Nun, ja, Isaak und Rebekka haben eine biblische Ehe geführt. Nachher haben sie ja auch Kinder bekommen. Jakob und Esau. Wir kennen diese Geschichte, wir springen drüber weg. Der Jakob, der bekam 12 Söhne und eine Tochter, die Dinah. Und dann kam einer von Jakobs Söhnen, war Josef. Ihr kennt die Geschichte, dass Josef von seinen Brüdern verraten worden ist, dass sie ihn verkauft haben, ein schweres Schicksal erlitten. Und nach 20 Jahren hat der alte Jakob, der nun inzwischen alt geworden ist, also der hat dann seine Söhne wiedergesehen. Und vor allem den Josef wiedergesehen. Und das war für den Jakob ein unglaubliches Geschenk. Könnt ihr euch das vorstellen? 20 Jahre hat er gedacht, sein Sohn ist tot. Und 20 Jahre haben die Brüder, die anderen Söhne, haben dieses Geheimnis für sich behalten. Und hat ihnen das nicht erzählt. Aber nun lebte inzwischen die Familie in Gosen, und der in einer Provinz in Ägypten, das war vielleicht so das Bayern von Ägypten. Ja, das muss ein besonders schönes Land gewesen sein. Nee, ich heuchle nicht, ich mache jetzt keinen Witz. Also ich bin Hamburger und liebe das Meer, wirklich. Und ich bin Patriot. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Bayern ist das schönste Bundesland. Habe ich jetzt. Habe ich jetzt Pluspunkte gekriegt? Wir wissen, dass Gosen eine Provinz war, die hatte Josef über den Pharao ja seiner Familie zuweisen dürfen. Und das ist ja auch gut so. Während also Jakob dort in Gosen lebte, alt geworden inzwischen, dann hat der Josef ja weiter die Kanzlerschaft in Ägypten gehabt, in der Hauptstadt, und hat die Geschäfte des Pharaos betrieben. Und wir haben gelesen, dass Josef eine Tochter eines ägyptischen Priesters geheiratet hat, während dieser Zeit, als Jakob noch nicht in Ägypten war, als er dachte, er ist tot. Diese Frau hieß Asnat
und hatte dem Josef zwei Söhne geboren. Wie hießen sie? Ihr habt es gehört. Manasse und Ephraim. Und als nun der Vater Jakob in Gosen krank wurde und zum Sterben kam, hörte der Josef das und machte sich sofort mit seinen beiden Jungs auf, um den Opa noch zu besuchen. Vers 2, und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett. Jakob war so bewegt, dass sein Sohn und die beiden Enkel ihn besuchten, dass seine Lebensgeister wiederkamen. Und er sich stark machte im Bett und sich aufrecht setzte. Er war entschlossen, seine Kinder zu segnen. Es handelte sich nicht nur um die allgemeine Freude, dass die Kinder kommen, wie wir sie alle wahrscheinlich kennen, sondern es handelte sich definitiv um einen konkreten Akt des Glaubens. Das macht uns wiederum der Hebräerbrief klar. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt nochmal auf, Hebräer 11, Vers 21. Da fasst das Neue Testament, vermutlich Paulus, zusammen, was hier jetzt geschah, als Josef mit seinen beiden Söhnen den Opa besucht haben und der sich im Bett aufrichtete, um die beiden Enkelsöhne zu segnen. Hebräer 11, 21, da lesen wir, durch den Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Interessant ist, dass der Jakob wegen dieser Glaubenstat in die Liste der Glaubenshelden gekommen ist. Jakob hat doch viele andere wunderbare Dinge mit Gott erlebt im Laufe seiner Biografie. Aber das alles scheint der Hebräer nicht so wichtig zu nehmen, zu finden. Aber diesen Moment hier, wo der Papa Josef kommt mit seinen beiden Jungs. Einige meinen, sie wären noch sehr klein gewesen, andere meinen, sie waren schon Teenager. Da sind die Meinungen geteilt, aber auf jeden Fall kommt er mit den beiden Burschen und besucht den alten, kranken Vater, der Kanzler von Ägypten. Und der Opa freut sich und richtet sich auf, macht sich stark, sagt die Bibel, und nimmt die beiden Enkelkinder und ihr wisst schon, segnet sie über Kreuz. Und der Hebräerbrief, der sagt, das hat Jakob im Glauben getan. Durch den Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinem Stab gestützt. Er tat es im Glauben. Ihr lieben Geschwister, da für uns, die wir nun schon etwas älter geworden sind, was für ein Wort, was für eine Krönung des Lebens, was für ein herrliches Ende. Im Glauben segnend diese Erde zu verlassen. Im Glauben segnend zu sterben. Wäre das auch was für dich? Wäre es nicht köstlich, wenn über das letzte Wirken deines Lebens gesagt werden könnte, er tat es im Glauben? Wäre es nicht großartig, wenn die Kurve deines Glaubens gegen dein Lebensende nicht abnimmt und zurückfällt, sondern sie steigt und steigt und sie auf den Höhepunkt kommt, wenn du heimgehst.
Jakobs Leben und Glauben hatte in seinen 147 Jahren viele, viele Schatten. Aber am Ende leuchtete seine Gottseligkeit ungetrübt. Der späte Spurgeon, der hat zu diesem Vorgang gesagt: Bei den Gläubigen mag es am Morgen regnen, am Morgen ihres Lebens. Am Mittag mag es donnern und am Nachmittag Sturzfluten geben. Aber am Abend, bevor die Sonne untergeht, klart es auf. Also was sehen wir hier? Wir haben hier einen aufklarenden Himmel über den Jakob, der am Ende seines Lebens im Glauben handelt. Das will heißen, der Herr vollendet unseren Glauben. Gott schenke uns, dass wir im Sterben leuchten, wie wir in unserem Leben nicht immer geleuchtet haben. Wir wollen nicht das Wort übersehen, das uns der Hebräerbrief in diesem Zusammenhang noch mitteilt, in dem es heißt, er betete oder er segnete im Sterben, im Glauben auf seinen Stab gestützt. Da bin ich auch stehen geblieben. Der alte Mann muss, ich weiß nicht, ob er auf der Bettkante gesessen hat, irgendwie, es gibt ja Bilder, Rembrandt hat ein wunderbares Gemälde gemalt von der Segnung von Ephraim und Manasse. Wirklich schön, das müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr Kunstliebhaber seid. Aber ob er das genauso getroffen hat, wie die Schrift uns das hier beschreibt, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass der alte Mann sich auf den Stab gestützt hat. Und er konnte auch nicht richtig sehen. Und dieser Stab, das ist, wie ich finde, für uns die Heilige Schrift. Wir dürfen am Ende unseres Lebens uns auch auf den Stab stützen. Er hat einmal, als er mit seinem Bruder Esau zusammentraf, an der Stunde der Versöhnung, dann hat Jakob einmal gesagt: Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab hier, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Dieser Stab war offensichtlich das Wahrzeichen seiner Wanderschaft. Er sagt, ich hatte nicht mehr als diesen Stab. Und als er stirbt, hat er auch noch diesen Stab gehabt. Eines Tages, als er vor Pharao stand, antwortete Jakob dem auf die Frage, wie alt er denn sei: Die Zeit meiner Wanderschaft, hat er zu Pharao gesagt, ist bisher 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Wanderschaft ihrer Väter. Wie bezeichnet er sein Leben und das seiner Väter? Als Wanderschaft. Einige haben mir erzählt, dass ihr heute gewandert seid. Wisst ihr was? Das ist ja Peanuts. Habt ihr noch nicht gemerkt, dass ihr ständig auf Wanderschaft seid? Euer ganzes Leben wandern wir. Wir sind auf der Wanderschaft, und dazu gehörte ein Stab. Jakob hielt sich für einen Fremden im fremden Land, weil er diese Verheißung Abrahams hatte. Aber auch nach 17 Jahren in Gosen war er immer noch nicht heimisch. Wenige Verse zuvor erzählt uns die Bibel, dass Jakob kurz vor seinem Tod dem Josef dieses Versprechen abnahm. Da hat er gesagt in 47, 29 und 30, habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben. Und diesen Wunsch hatte der alte Jakob
auf seinen Stab gelehnt, denn er war kein Bürger Ägyptens, sondern ein Pilger in das verheißene Land. Und später in jener Nacht, als ganz Israel das Passahlamm essen und aus Ägypten ausziehen sollte, gab Gott ihnen Weisung: So sollt ihr das Passahlamm essen, um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Ihr lieben Gotteskinder, sollten wir nicht auch in diesem Geist leben? Mit dem Stab in der Hand als die Hinwegeilenden, denn auch wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir wohnen wohl in Ägypten, aber wir sind keine Ägypter. Wir achten die Gesetze des Landes und suchen der Stadt Bestes, aber wir gehören nicht wirklich hierher. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, unsere Heimat ist droben in Zion und unser Wanderstab, auf den wir lehnen und anbeten, das ist unsere Bibel. Das ist Gottes Wort. Sie ist ein Licht auf unserem Weg. Jawohl, sie ist unseres Fußes Leuchte. Mit ihr gehen wir durch unser ganzes Leben und auch am Ende lehnen wir uns auf sie und dann beten wir. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, ich verehre kein Buch, das aus Papier besteht. Aber die Wahrheit, die uns der Herr da geschenkt hat, das ist unser Wanderstab. Das ist unsere Richtschnur. Das ist unsere Stütze. Das ist unser Heil. Danke, Herr, dass wir auch am Ende unseres Lebens den Stab noch haben. Dass wir im Glauben sterben. Und der Jakob, der hat seine beiden Enkelkinder in diesem Augenblick da. Durch den Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Aber dann sagt er etwas in Vers 5. Da möchte ich auch noch einen Augenblick mit euch stehen bleiben. Da sagt er, der alte Mann zu seinem Sohn: So sollen nun deine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein, gleich wie Ruben und Simeon. Ich habe darüber nachgedacht, warum er so eine Sehnsucht hatte. Er wollte sie adoptieren, noch in den letzten Tagen seines Lebens. Ruben und Simeon waren ja seine direkten Söhne, aber Ephraim und Manasse waren ja nur seine Enkelkinder. Aber er sagt zu Josef: Du, die gib mir, die gehören mir. Die sollen so sein wie meine anderen 12. Die gehören direkt zu mir. Ephraim und Manasse waren aufgrund ihrer Mutter halb ägyptisch und waren Kanzlerkinder von hohem gesellschaftlichen Ansehen. Gebildete Burschen werden sie beide möglicherweise zu dem Land ihrer Mutter hin tendieren, nach Ägypten sich hinneigen, den Anschluss an Israel verlieren und nicht zu Erben der Bundesverheißungen Gottes gehören. Merken wir, wie der alte Jakob auf seinem Sterbebett noch geistliche Verantwortung spürt für seine Enkelkinder, über deren Zukunft und deren Weg er sich Gedanken macht. Darum sagt er, diese beiden möglicherweise abdriftenden Enkelkinder, die muss ich an mein Herz ziehen. Und darum will er sie speziell segnen. Nicht einfach so, sondern der Segensakt sollte einer Adoption gleichkommen. Hier wird richtig adoptiert. Deshalb die Worte: Ephraim und Manasse sollen mein sein,
gleich wie die, wie Ruben und Simeon. Sie sollen nicht nur halb zum Volk Gottes gehören, sondern ganz. Sie sollten beim späteren Auszug aus Ägypten doch nicht fehlen, sondern auch sie sollten Erben Kanaans sein. Und wir wissen, dass es auch so wurde. Auch aus den beiden halbjüdischen Knaben wurden vollwertige Stämme Israels und sie erhielten ihr Erbteil mit den anderen Stämmen der Söhne Jakobs, als Josua das Land austeilte. Darum sind die Worte im Hebräerbrief so wichtig. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs. Er segnete sie im Glauben. Hast du auch solche Enkelkinder in deiner Familie, die so halb und halb sind? Bete doch auch im Glauben. Sie sollen mein sein. Sie sollen mit mir nach Kanaan. Ich kann mir vorstellen, dass viele in unserer Mitte sind, die haben täglich das Gebet im Herzen für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, für die Kleinen und die etwas Größeren. Und euer Herz ringt um das Heil der Euren und eurer Nachkommenschaft. Ihr sehnt euch doch danach, dass keines der Euren fehlt. Gehe ich da recht in der Annahme? Ihr seid Beter für eure Kinder. Sie sollen sich doch bekehren, sie sollen mit Heiligem Geist erfüllt werden. Nicht nur deine Kinder, sondern auch deine Enkelkinder, deine Ephraims und Manasses gehören Gott und sollen gerettet werden. Meine einfachen Eltern hatten mich aufs humanistische Gymnasium geschickt. Mein Vater war Schlosser bei Blum und Voss auf der Werft, Schiffswerft in Hamburg. Meine Mutter war Putzfrau. Ich komme aus einer ganz einfachen und armen Familie. Und meine Eltern haben dann aber so viel Ehrgeiz in ihren Kind, in ihren Jungen gelegt, dass sie mit aller ihrer Kraft, die sie hatten, mir den Weg für das humanistische Gymnasium, Matthias-Claudius-Gymnasium in Hamburg, freigemacht haben. Und dann begegneten mir dort Lehrer, die waren gottlos, Deutschlehrer, Religionslehrer. Und man raubte mir den zarten Samen des Glaubens aus meinem Herzen, den ich von zu Hause mitbekommen hatte, und wandte mich sogleich gegen meine Eltern. Aber sie gaben nicht auf, sie rangen mit Gott und kämpften um die Errettung meiner Seele. Eines Nachts, wir hatten so ein kleines Siedlungshäuschen, das mein Vater mit seiner Frau, meiner Mutter nach dem Krieg noch gebaut hat. Alles hellhörige Wände, oben so eine kleine Kammer, da schlief ich. Und unten war ein Lärm im Schlafzimmer meiner Eltern. Ich denke, streiten die sich? Das ist ja furchtbar. Dann bin ich leise die Treppe runter. Und durch das Wohnzimmer durch, das Schlafzimmer war so gefangen. Das tut man eigentlich nicht als junger Mensch. Aber ich wollte wissen, warum die so laut sind. Durcheinander reden. Da knie ich mich nieder und guck durchs Schlüsselloch ins Schlafzimmer meiner Eltern und es war noch Licht an. Und wisst ihr, was ich sehe? Da sehe ich, wie mein Vater und meine Mutter auf der anderen Seite der Bettkante niederknien. Die Tränen laufen ihnen über die Wangen. Meine Mutter ruft, mein Vater fleht. Und die haben nicht mehr aufeinander gehört, was der eine und der andere gebetet hat, sondern die waren so voller Verlangen und schrien, und das höre ich bis heute, die schrien da, Gott, errette die Seele unseres Jungen. Lass ihn nicht verloren gehen. Bitte, bitte, bring ihn zu dir in dein ewiges Reich. Ich kriegte die Gänsehaut. Ich hatte genug, wollte nichts mehr sehen vom Schlafzimmer meiner Eltern. Ich bin wieder die Treppe hoch. Ich glaube, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da habe ich etwas gemerkt. Und ich glaube, dieser Geist, dieser Hunger, dieses Verlangen,
der steckt in jedem wiedergeborenen Menschen und auch in Jakob. Und ich sage dir, du wirst nicht davon lassen, bis du deine Augen auf dieser Erde zugemacht hast. Und ich würde mich nicht wundern, wenn einige hier unter uns sind, unter den jüngeren Menschen, die sind nur deshalb hier, weil ihr betende Eltern gehabt habt. Kann das möglich sein? Tja. Und vergesst das nicht. Und einen solchen Augenblick haben wir hier gehabt. So bete und sag einfach, sie sollen mein sein. Sie sollen Israel gehören. Sie sollen Jesus gehören. Und dann gehen wir hier noch einen kleinen Moment und dann sind wir auch durch. Gehen wir zu der Segnung selbst, dem zweiten Teil von Vers 15 bis 22, ja gelesen wurde. Ihr habt gelesen, wie Josef die beiden Knaben von seinen Knien nimmt und stellt sie vermutlich vor seinem Vater auf, vor ihrem Großvater. Der streckt segnend seine Hände über die beiden aus, aber zur Überraschung von Josef überkreuzt, so gibt er dem jüngeren Ephraim den Vorzug vor dem älteren Manasse, so hatte es Jakobs Vater Isaak ja auch mit ihm und seinem Bruder Esau getan. Und das erinnert daran, dass Gott nicht nach menschlicher und sittengemäßer Weise segnet, sondern nach dem freien Wohlgefallen seines Willens, nach seiner Souveränität. Und so spricht Jakob auf dem Stab gelehnt, die Kinder segnend, diese Worte. Jetzt hört mal, was betet dieser alte Mann, während er die Enkelkinder segnet. Er betet, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben. Als erstes spricht er von Abraham und Isaak, von seinem Großvater und von seinem Vater. Und erinnert an den Glauben dieser Vorfahren. Interessant, ihr Lieben, was für ein Segen liegt darin, wenn wir erinnert werden, dass du einen gläubigen Vater und einen gläubigen Großvater hast. Darf ich mal hier nur mal reinfragen? Wer von euch hier unter uns hat gläubige Eltern? Oder einen Teil jedenfalls. Guck mal. Seht ihr, das ist der Beleg dafür, dass ich euch die Wahrheit erzähle. Aus Gottes Wort natürlich. Darf ich noch mal was fragen? Wer von euch hat einen gläubigen Großvater oder Großmutter? Das sind schon etwas weniger, aber immer noch erstaunlich viele. Wisst ihr, wenn ich das so sehe, dann kommt in meinem Herzen Freude auf. Kommt richtig Freude auf. Da merke ich nämlich etwas. Das ist was ganz Wahres. Ich würde mich nochmal spaßeshalber interessieren. Nein, nicht spaßeshalber, ganz im Ernst. Ich würde mal interessieren, wer hat denn, weiß das auch schon, sein Urgroßvater oder seine Urgroßmutter gläubig war? Das hört bei euch ja gar nicht auf. Also das muss man, darf ich euch mal fragen, ihr müsstet eigentlich eine Lob- und Dankversammlung nächsten Sonntag in München machen. Ich werde das dem Matthias vorschlagen, dass wir mal dafür danken, dass so viele in der Gemeinde gläubige Eltern und Großeltern und Urgroßeltern gehabt haben. Ist das ein Grund, Gott zu danken? Euer Amen fällt so flau aus, dass ich ganz enttäuscht bin. Ja. Das muss uns doch fröhlich machen, ihr Lieben. Das muss doch wirklich unser Herz ergreifen. Es ist wahr. Ich will der Heiligen Schrift absolut recht geben. Es bleibt dabei, dass Gott rettet, wen er will. Er rettet Menschen, die keinerlei Ahnung vom Glauben hatten. Er rettet sie weg aus den Rotlichtvierteln dieser Erde. Er rettet sie weg aus den Rauschgiftkreisen und er rettet sie weg aus den Moslems und wo überall Menschen noch nie von Jesus gehört haben. Er spricht ein Wort und von einem Augenblick zum anderen sind Seelen gerettet, die nie von Jesus gehört haben.
gehört haben, die weder Vater noch Mutter noch Urgroßeltern oder sonstige Vorfahren hatten, die Jesus gekannt haben. Das ist wahr. Gott ist ungebunden in der Art und Weise, wie er rettet. Wir wissen, dass niemand aufgrund gläubiger Eltern oder Großeltern gerettet wird. Das Heil erlangen wir nicht durch Fleisch und Blut oder Tradition, sondern jeder muss selbst von Neuem geboren werden und für sich persönlich an Christus glauben. Und dennoch, ihr Lieben, ist es ein großer Segen und ein großer Vorzug, aus einem Geschlecht zu stammen, das seit Generationen den Herrn Jesus liebt. Kinder gläubiger Eltern profitieren enorm von der Gottseligkeit ihrer Eltern und Großeltern. Es ist ein unbeschreiblicher Segen, in einer gläubigen Familie und Großfamilie geboren worden zu sein. Und es scheint, wie wir das hier ja gesehen haben, es scheint Gottes Art zu sein, unter anderem aber eine bedeutende Art von ihm zu sein, ganze Familien und Dynastien von Familien unter sein Heil zu bringen, so wie er es bei euch gemacht hat. Ich habe, als ich mich mit dieser Thematik auch vor dem Hintergrund unserer Arche-Gemeinde damit beschäftigt habe, da habe ich etwas festgestellt. Wir haben in der Arche einige solcher, ich nenne sie einfach mal solcher gläubigen Familiendynastien, deren Christusnachfolge 3 oder sogar 4 lebende Generationen überspannt und deren Vorfahren auch schon Jesus geliebt haben. Solche Familien sind meist Säulen in den Gemeinden und haben eine große geistliche Kraft. Und stehen für weitgehend für Segen, Nachhaltigkeit in der Gemeinde. Und ich will jetzt nicht weitere Fragen stellen, ihr wisst es besser. Ich glaube, in eurer Gemeinde gibt es auch Familien, die sind mit Vätern, Müttern, Großeltern, Urgroßeltern gesegnet. Und auch schon eure Urenkel krabbeln in der Sonntagsschule rum. Und ich kann euch sagen, dankt dafür. Und sehnt euch auch danach. Bittet Gott, wenn ihr euch verheiratet, dass Gott nicht nur euch beide segnet, sondern dass er euch segnet von Generation zu Generation. Gott ist ein Gott der Generationen. Und er will euch in dieser Weise weiter segnen. Jakob erinnert diese jungen Burschen und auch seinen eigenen Sohn, den Ephraim und Manasse und auch den Josef, in seinem Segen also an ihre Urgroßväter, an Abraham und Isaak, weil die vor dem Angesicht Gottes wandelten und er hoffte, dass sich die beiden Knaben durch die Gnade Gottes auf denselben Weg machen. Und deswegen glaube ich, sollten wir das wirklich auch an unser Herz heranlassen. Besonders jetzt auch ihr lieben Väter und ihr lieben Großväter. Ihr habt eine ganz besondere Verantwortung, auch über eure derzeitige Generation hinaus. Es ist schön, wenn ihr mit euren Enkelkindern Reisen unternehmt und Spiele spielt und wunderschöne, unvergessliche Stunden mit ihnen verbringt. Aber seht mal, was der Jakob macht. Er sieht die Jungs, macht sich stark, nimmt seinen Stab und segnet diese beiden und sagt ihnen, denkt mal, wie Gott mit Abraham war, mit Isaak und mit Jakob. Und dann kommt er auf sein persönliches Leben in Vers 15 und sagt, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin auf diesen Tag. Jakob
ist jetzt dabei in diesem Segen und bespricht mit Gott und den Gesegneten seinen eigenen Lebenslauf, wie der Herr ihn behütet hat auf allen Ebenen und auf allen Wegen. Und dann spricht er auch noch von einem Engel in Vers 16, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben. Welcher Engel kann das gewesen sein? Jetzt spricht er noch davon und sagt, der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen, der segne die Knaben. Welcher Engel kann das gewesen sein, der Jakob von allem Bösen erlöste? War das nicht der Engel des Bundes namens Jesus Christus, der auch schon dem Abraham in Gestalt des Melchisedek begegnet war? War das nicht der Engel, von dem Hiob rief, ich weiß, dass mein Erlöser lebt? War das nicht der Engel, der Israel in der Wüste begleitete und von dem Paulus schrieb, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte? Der Fels aber war Christus. Ja, es war der Christus Gottes, der bereits den Glaubenden des Alten Testamentes begegnet war. Und durch den Glauben an ihn lebten sie und leben sie noch heute bis in Ewigkeit. Ephraim und Manasse wurden also nicht nur gesegnet durch den Gott ihrer Väter, sondern auch durch den Engel der Erlösung, den Sohn Gottes, Jesus Christus. Der segne diese Knaben. Der segne diese Knaben. Segne auch du deine Kinder im persönlichen Gebet. Und ich glaube, es macht auch nichts, wenn du sie einfach mal, wenn sie bei dir wieder zu Gast sind, du musst ja noch nicht auf dem Sterbebett liegen. Sie sind bei dir zu Gast und dann bitte nicht nur zum Essen. Jetzt wollen wir beten, segne Vater diese Speise und zur Kraft und dir zum Preise, sondern besprich mal mit deinen Kindern, dass du in besonderer Weise heute für die Enkelkinder beten willst. Stell 2, 3, 10, ich weiß nicht, hast doch 5 oder 8 Enkelkinder, wir haben 8 zu Hause. Oh, das ist wunderbar. In einer Reihe oder wer da ist, 2 Stühle. Und dann bist du Pastor. Musst ja nicht so machen, sondern kannst so machen oder jedes Einzelne. Und du besprichst das vorher. Mach das nicht auf eigene Faust, sondern sag es deinen Kindern, den Eltern deiner Enkel. Und sag, du hast es auf dem Herzen, für die nächste Generation der Familie zu beten. Wir wollen daraus kein Ritual machen. Wir glauben nicht daran, dass wir durch irgendwelche äußeren Regeln oder Formen den Segen Gottes beziehungsweise das Heil zu unseren Kindern bringen. Aber denkt mal dran, was der Hebräerbrief von Jakob gesagt hat. Er hat gesagt, er segnete sie im Glauben, als er im Sterben lag. Und wenn ich noch ganz am Ende dieses heutigen Abends meinerseits euch das auch noch kurz persönlich sagen darf, das hat auch in meinem Leben eine unglaubliche Rolle gespielt. Es war jetzt nicht mein Großvater, sondern mein Vater selbst. Ich habe eben euch von ihm erzählt. Die akademisch gebildeten Lehrer da auf der Oberschule, die haben mir den Kopf verdreht und ich habe nicht mehr glauben wollen und auch irgendwie nicht mehr glauben können. Dann habe ich mich samstags auf andere Weise vergnügt und bin dann spät abends nach Hause gekommen, trifft mich schon der Nachbar auf der Straße im Dunkeln und erkennt mich und sagt, Wolfgang, sieh zu, dass du nach Hause kommst, dein Vater liegt im Sterben. Hat das schon irgendwie gehört? Ich komme nach Hause, ich denke, was ist los? Meine Mutter macht die Tür auf und dann sagt sie zu mir, Junge, komm rein, Papa liegt im Sterben. Als ich nachmittags das Haus verlassen hatte, da war noch im Garten, stand auf der Leiter und hat Bäume beschnitten. Völlig gesund. Ihn hatte ein Herzinfarkt erwischt. Und zwar so schwer, dass er schon, wie meine Mutter sagte, weg war. Und sie hat ihn dann noch gerüttelt und geschüttelt. Und dann ist er irgendwie wieder zu sich gekommen.
Und ich danke Gott dafür, dass er nochmal wieder zu sich gekommen ist. Ich komme rein, da liegt er im kalten Schweiß auf der Stirn, blass wie eine weiße Wand, liegt mein sterbender Vater auf dem Sofa. Und dann sagt der Mann zu mir: Wolfgang, schön, dass du da bist. Ich möchte, bevor ich in den Himmel gehe, noch mit dir beten. Würdest du dich hier niederknien an mein Sofa? Habe ich das gemacht? Trotz meiner Lehrer auf der Schule? Ich habe es gemacht. Habe ich mich niedergekniet? Und dann habe ich die zitternden, eiskalten Hände meines sterbenden Vaters auf meinem Haupt gehabt. Und da hat mein Vater mit mir gebetet und hat mich gesegnet. Und hat sogar etwas gesprochen von meinem Heil und hat dafür gebetet, dass ich auch mal das Evangelium verkündigen soll. Es war ein Augenblick, ich weiß nicht, ob ich leben oder sterben wollte. Ich stand auf, ging ein paar Schritte zurück, meine Mutter neben mir. Meine Mutter war eine Pfingstlerin und mein Vater war ein Baptist. Und könnt ihr euch vorstellen, wie das denn so ging, nicht wahr? Aber meine Mutter, die war so, die wollte unbedingt noch mehr wissen, was passiert jetzt mit einem, der stirbt. Und dann hat meine Mutter meinen Vater gefragt: Papa, weißt du denn auch, dass du in die Ewigkeit gehst, wenn du jetzt sterben musst? Und dann habe ich gedacht: Mutter, was machst du für einen Quatsch? Wieder diese Schwärmerei hier, nicht wahr? Und dann hat er gesagt: Mama, ich kann dir noch viel mehr sagen. Jesus steht schon neben mir, um mich abzuholen in die Ewigkeit. Und wenn ihr soweit seid, dann komme ich euch entgegen mit einer Palme. Da könnt ihr mich erkennen, wenn ich euch winke. Halleluja. Ja, ihr Lieben, ich war so geplättet, ich bin raus. Ich war ja noch unerrettet, ich war noch nicht wiedergeboren. So ein massives Erlebnis. Dann bin ich oben in meinem Zimmer, in meine kleine Kammer, niedergefallen, habe Buße getan. Gott errettete in jener Nacht mein Leben. So könnt ihr verstehen, dass dieses Thema in meinem Leben eine enorme Bedeutung hat. Ich weiß persönlich, was für ein Segen das ist, wenn mit dir gebetet wird. Also, so wollen wir Familiensegen pflegen und ein Stück weit erleben, indem wir viel bewusster unsere Familie leben. Nicht nur Mama und Papa und Kindchen, sondern auch Enkelkindchen, Urenkelkinder, nächste Generation. Jesus möchte von Generation zu Generation euch segnen, bis wir alle einmal droben sind in der Herrlichkeit, in Jesu wunderbaren Namen. Freut ihr euch darauf? Gott möge uns schenken, dass wir alle da sind und keines unserer Kinder verloren ist, in Jesu Namen. Amen. Stehen wir auf miteinander. Ja, Herr, wir danken dir für die wunderbaren Erzählungen der Heiligen Schrift, von den Vätern des Glaubens, von unseren Vorvätern, den Erzvätern, den Patriarchen, wie sie gelebt. Wir haben gesehen, wie sie gesündigt haben, wie sie gefehlt haben, wie dein Erbarmen aber wieder stärker war, wie du sie durchgetragen, wie du sie behütet hast auf allen Wegen, wie du die Verheißung ihnen erhalten hast, sie niemals zurückgenommen oder in Frage gestellt hast, sondern den Bund, den du mit ihnen geschlossen hast, dieser Bund galt von Generation zu Generation. Und dieser Bund erfüllte sich in dem ewigen und herrlichen Isaak, Jesus Christus. Du bist der Sohn, der verheißene Same. Du bist die Erfüllung der göttlichen Prophetie.
Und wir, die wir zu dir gehören, wir sind es auch und dürfen Kinder der Verheißung sein. Dem Fleisch nach gehören wir nicht zu Israel. Dem Blut nach sind wir keine Juden, aber dem Geiste nach sind wir Kinder der Verheißung. Du hast an unserem Leben wahrgemacht, was du damals schon Abraham zugesagt hast. Und Herr, du siehst unsere Kinder, du siehst unsere Enkelkinder, unsere Urenkel. Wir segnen sie heute Abend alle. Ja, unsere Gedanken, unsere Herzen gehen zu ihnen, wo überall sie sind und wo sie wohnen. Herr, segne die Häuser deiner Kinder. Herr, erfülle die Verheißungen an denen, die du uns gegeben hast. Und lass nicht eines von ihnen verloren sein. Wir danken dir selber, dass Vater und Mutter, unsere Großeltern, ja, manchmal weit unsere Vorfahren, gläubig waren, dass sie schon dem Herrn gedient haben, ihn geliebt haben und dass sie diesen Glauben an ihre Kinder und Kindeskinder weitergegeben haben und dass wir hier eine so wunderbare Gemeinschaft sind. Das hängt damit zusammen, dass der volle Segen der Gnade über unseren Familien ruht. So segne ich euch, ihr lieben Geschwister, samt eurer Familien und eurer Generationen, im Namen des Allerhöchsten und seines Sohnes Jesus Christus. Amen.